Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Apps gibt es ja millionenfach, möchte man fast sagen. Und wir gucken uns heute mal zusammen an, wie wir beim Gigaset GS5 an Apps herankommen, wie wir sie aufstöbern, wie wir sie herunterladen und letzten Endes auch installieren können. Viel Spaß beim Video. So, in diesem Video wollen wir uns mal darum kümmern, wie man denn Apps aufstöbert, auffindet und sie herunterlädt und installiert. Das Ganze erfolgt bei Android-Geräten ja über den Play Store. Das sehen wir hier schon, das Symbol für den Play Store. Alternativ finden wir das wahrscheinlich auch irgendwo hier, genau da oben. Da klicken wir dann einmal drauf und landen jetzt hier mitten im App Store. Ich sehe hier oben schon, ich bin auf dem Reiter für mich und im Bereich Apps. Ich kann das Ganze natürlich auch hier nicht für mich, sondern ich will mir die Top-Charts angucken. Was ist denn so angesagt an Apps? Genauso kann ich mir angucken, was in den Top-Charts bei den Spielen so abgeht. Gut, dann wechselt er auch erstmal auf mich, aber das kann ich dann da oben nochmal umswitchen. Und ich habe hier noch den Bereich Bücher und Filme und Serien genauso. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Apps, dann kann ich jetzt sagen, ja, ich gucke mir hier mal so ein bisschen was in den Top-Charts an, wenn ich kein bestimmtes Ziel habe und will mir einfach nur irgendwie eine App runterladen. Aber ich sehe schon hier zum Beispiel CoughPass, die Corona-App bzw. QR- und Barcode-Scanner und so weiter und so fort. eBay Kleinanzeigen, auch immer ein schönes Beispiel. Und dann sage ich jetzt einfach mal, ja, eBay Kleinanzeigen möchte ich mir installieren. Dann kriege ich hier jetzt so eine Infoseite zu der App. Da kann ich mir hier auch so ein paar Screenshots angucken bzw. ein paar Bilder vorab. Hier ist noch ein Video und habe hier jede Menge Informationen, Bewertungen, Rezensionen und so weiter und so fort. Und hier oben sehe ich dann zum Beispiel USK ab 16 und ja, jede Menge Info zu der App eben. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel hier einfach mal installieren. Jetzt lädt er die App aus dem Google Play Store herunter. Ich sehe den Fortschritt, ich sehe, dass er jetzt schon installiert. Und das hängt natürlich auch von eurer Internetverbindung ab und so weiter. Und ja, das Ganze ist schon fertig. Ich kann jetzt hier direkt wieder sagen deinstallieren oder klick auf öffnen. Oder alternativ wische ich einfach mal hier hoch und guck hier, ach, da oben ist ja eBay Kleinanzeigen. Und dann kann ich die App öffnen und kann damit schon loslegen. Alternativ kann man auch einfach hier oben die Google Searchbar nutzen und da etwas eingeben. Man sieht hier oben schon WhatsApp, eBay Kleinanzeigen, damit haben wir das schon mal probiert. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel hier diese CoughPass App da. CoughPass. Zack, dann kann ich die hier einfach, kann ich das da eingeben, klick da drauf und dann finde ich auch irgendwo hier den Bereich Apps und kriege dann hier einen Vorschlag eben aus dem Google Play Store. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann komme ich praktisch in so eine abgespeckte Variante vom Google Play Store und kann das jetzt hier installieren. Das lasse ich jetzt mal in diesem Fall. Ich will euch noch eben eine andere Geschichte zeigen, und zwar wenn ihr im Play Store selber sucht, dann besteht nicht nur die Möglichkeit, hier durchzuscrollen und ja, nach irgendeiner App praktisch oder auf irgendeine App zu warten, die einem entgegenspringt, sondern man kann auch hier oben einfach was in die Suche eingeben. Zum Beispiel, ich möchte mir was zu essen bestellen, dann gebe ich da einfach Lieferando ein und komme jetzt hier oben direkt die erste Anzeige gleich die Lieferando-App und kann sie mir auch hier herunterladen. Und das sieht jetzt hier natürlich ein bisschen anders aus, weil ich nicht vorher auf die App draufgeklickt habe. Das kann ich jetzt von hier aus auch noch machen. Dann sieht es so aus wie eben, dass ich hier wieder den Deinstallieren und den Öffnen-Button habe. Aber so weit bin ich eben gar nicht gegangen. Ich habe einfach die App gefunden und sie aus der Liste direkt heruntergeladen. Dementsprechend kann ich dann jetzt hier auch auf Öffnen klicken und dann öffnet sich eben Lieferando für mich. Ja, so einfach ist das mit dem Herunterladen von Apps aus dem Google Play Store. Wie gesagt, die App sieht so aus, die findet ihr dann irgendwo hier, entweder hier oder wenn ihr hier einmal hochwischt, findet ihr die. Oder ihr sucht einfach hier oben zum Beispiel nach Play, dann kriegt ihr automatisch die Play Store App vorgeschlagen. Ich hoffe, das Video war für euch informativ, hilfreich und hat euch gefallen. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!